Herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Heute zeige ich euch nicht das Nokia Lumia 920. Ich zeige euch auch nicht das HTC 8X, die beiden Windows 8 Phone 8 Smartphones, sondern ich zeige euch LTE. LTE ist seit gestern bei uns in der Schweiz aktiviert. Swisscom, der größte Telekommunikationskonzern der Schweiz, hat als erster Mobilfunkprovider diese neue Technologie aktiviert. Momentan in 26 Ortschaften, das heißt ungefähr 20% der schweizerischen Bevölkerung können das nutzen. Ist natürlich noch nicht allzu viel, wird aber bis Ende 2013, also bis in einem Jahr, ausgebaut werden auf ungefähr 70%. Ja, und von Swisscom habe ich auch netterweise dieses coole Smartphone zur Verfügung gestellt bekommen. Eben wie gesagt, ein Lumia 920, das neue High-End-Smartphone von Nokia. Und damit wir das rein speedmäßig gut vergleichen können, habe ich hier noch das HTC 8X. Das HTC 8X ist quasi das Top-Windows Phone 8-Smartphone von HTC. Und das hat kein LTE. Ihr seht das hier, wenn ich da reingehe, steht da 3G. Wenn ich dasselbe hier tue, dann steht da, Moment, komm mal runter, dann steht da Kamera 4G. Okay, also hier haben wir LTE, hier haben wir kein LTE. Ist im Moment so, dass man in der Schweiz kann man 4 Geräte kaufen mit LTE, nämlich ab heute, ab sofort, ab Ende November das HTC One XL. Und dann ab Mitte Dezember einerseits hier das Lumia 920, andererseits das Samsung Galaxy S3 in der LTE-Version und auch noch das Galaxy Note 2, dieses 5,5 Zoll Smartlet, welches auch in der LTE-Version vorliegt. Also, da sind ein paar Geräte auf dem Markt, ist natürlich noch nicht allzu viel, ist ja auch eine neue Technologie, die gerade erst am Start ist. So, als einfachstes zeige ich euch mal einfach den Browser, okay? Wir machen hier den Browser auf, www.eifrig.ch, wie könnte es anders sein, meine coole Seite. So, 3, 2, 1, wir laden und hier ist sie. Zack, ihr seht, alles da. Meine Seite ist relativ groß, da hat es halt viele Beiträge, viele Pictures und so. Responsive Design, das heißt, die Seite sieht mehr oder weniger auf allen Smartphones, Tablets oder auf dem PC, Mac genau gleich aus. Ja, und das Gleiche tun wir jetzt natürlich hier, wo wir quasi kein LTE haben, in der Hoffnung, dass es wahrscheinlich ein bisschen langsamer ist. Hallo, mir ist vielleicht noch in die Kamera halten. Du Schlaumeier. So, jetzt lädt er da. Ja, und er lädt und lädt. Und jetzt ist es auch da. Also, es ist jetzt nicht so, dass es super hyper langsam ist, aber man merkt schon, es ist ein bisschen langsamer. Ein bisschen weniger responsive. Das liegt ganz einfach auch daran, auf der einen Seite haben wir hier natürlich theoretisch bei LTE 100 Megabit, die wir haben können. 10 Megabit im Upload. Aber selbst wenn wir das nicht erreichen, weil zum Beispiel der Empfang nicht so gut ist oder weil später dann mal ganz viele Leute da drin surfen in der gleichen Zelle, dann haben wir trotzdem Vorteile bei LTE, weil nämlich die Ansprechzeit ist massiv schneller. Also hier spricht man von einer Latenz, die ungefähr bei 300 bis 500 Millisekunden liegt. Also ungefähr eine halbe Sekunde kann es dauern, bis da wirklich Daten fließen, bis das Netz quasi die Daten schickt. Und bei LTE ist das Ganze, bewegen wir uns so zwischen 20 und 40 Millisekunden, also locker mal um den Faktor 10 bis 15 schneller. Das macht es natürlich insofern auch spannend, dass man hier dann wirklich Online-Games auch spielen könnte oder auch bei Videostreaming. Es geht einfach schneller, bis da was passiert, bis da quasi die ersten Daten kommen. Wir können das nochmal testen, indem wir zum Beispiel hier jetzt noch den Spiegel aufmachen. Spiegel ist ja auch eine recht fette Seite, die immer ziemlich viel Traffic generiert, bis die da geladen ist. So, zack, und jetzt ist es da. Seht ihr? Hack. Und jetzt machen wir dasselbe, machen wir natürlich noch hier. Wir können es nachher auch mal zusammen nebeneinander machen, damit wir das ein bisschen besser vergleichen können. So, jetzt gebe ich hier ein www.spiegel.de. So, und ihr seht, es dauert ein bisschen länger und dann fängt er an, zack, zack, und dann kommt es. Also wie gesagt, ich bin hier in der Innenstadt von Bern. Ich habe sowohl bei 3G wie bei 4G natürlich super Empfang. Es ist Mittag, wahrscheinlich gerade nicht extrem viele Leute unterwegs. Das ist ja auch noch ein Thema, wenn sehr, sehr viele Leute surfen bzw. ihre Smartphones aktivieren. Dann kommt es immer wieder zu Zusammenbrüchen, zu Stillstand. Also bei uns zum Beispiel in Zürich am Hauptbahnhof oder aber auch in Bern oder auf den großen Zugstrecken, die viel befahren sind, ist es oft so, dass man überhaupt kein Internet mehr hat mit UMTS. Auch da wird LTE helfen, weil LTE hat ganz grundsätzlich viel mehr Kapazität und es können sich auch mehr Leute in die gleiche Zelle einbuchen. Das heißt,
Dadurch wird die Kapazität ganz generell gesteigert. Und selbst wenn ich vielleicht nicht 100 Megabit Speed gerade kriege, dann kriege ich, sagen wir mal, 5 oder 10 trotzdem schneller. Und die kriege ich aber, wenn ein paar hundert Leute vielleicht drumherum sind, was hier halt manchmal einfach so ist, dass es dann schlicht und ergreifend kein Internet hat. Und am Anfang natürlich, logisch, solange noch fast niemand LTE hat, dann hat man natürlich sowieso den Vorteil, dass man damit schneller unterwegs ist, weil die Zelle dann quasi einem alleine gehört. Also es ist klar, es hat viele Vorteile. Vielleicht bei uns in der Schweiz muss man noch sagen, wir können auch mal zum Beispiel einen Twitter aufmachen. Hier mal noch Twitter aufmachen, die Timeline laden. Zykbuff. So, hier sind wir. Also ihr seht, das geht schon. Ich bin jetzt hier in der Erwähnung, mal die Timeline. Zack, Technologie. Also ihr seht, das geht schon super zackig alles. Oder wir können auch mal Facebook öffnen. Moment, das ist auf der einen Seite hier, auf der anderen Seite da. So. Hier die Neuigkeiten, vielleicht mal aktualisieren. Hier mal aktualisieren, was da so reinkommt. Zack, also ihr seht, das funktioniert doch eigentlich ganz zufriedenstellend. Jetzt machen wir das mal so. Jetzt gehen wir auf eine andere Seite. Mal gucken, ob ich das da hier hinkriege. Zum Beispiel blick.ch. Das ist auch noch so eine Seite mit vielen Bildern. Ich sage jetzt nicht kein Inhalt, nur Bilder, aber naja, anyway. So, 3, 2, 1, go. So, und ihr seht, hier ist es schon da und da ist es halt noch am Laden. Also da hat man es jetzt wunderschön gesehen. Also ihr seht auch, hier macht es so tock, 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 wenn es reinkommt. Und hier macht es flop und ist eigentlich dann quasi bis unten schon geladen. Ihr seht, es ist alles da. Also was er jetzt hier noch macht, ist das Rendering vom Browser. Aber die Daten, die sind alle schon da. Und hier inzwischen natürlich auch. So, das war jetzt eigentlich noch ein hübscher Test. Mal gucken, was haben wir denn noch für schwere Seiten. Hey, news.ch, das ist auch noch eine schöne Seite zum sowas testen. Ich wähle bewusst Seiten, die kein Mobile Theme haben, weil da ist es natürlich klar, auf der mobilen Ansicht wird dann immer werden viel weniger Daten übertragen. Jetzt habe ich noch falsch eingegeben, ich Idiot. Ach Kinder, das ist ja Stress am Morgen früh. So, hier. News, Männer und Multitasking. Ich gebe es ganz offen zu, da bin ich nicht gut. So, also, hier rechts Lumia 920. LTE 4G, hier HTC 8X mit 3G, 3, 2, 1. So, jetzt wird er geladen. Bom, ist es da. Das hat jetzt sogar ein Mobile, also ihr seht auch hier wieder viel schneller. Vor allem, hier hat man es jetzt gut gesehen, das hat eine Mobile-Version. Also das heißt, da wurden eigentlich nicht wahnsinnig viele Daten übertragen. Das ist auch für UMTS kein Thema, aber die Responsiveness, die Latenzzeit, die ist einfach viel schneller bei LTE. Da kamen sofort Daten mehr oder weniger. Und hier gab es noch diese klassische Wartesekunde. Wir können mal hier auf die klassische Version umschalten, wenn ich es richtig getroffen hätte. Wo ist es jetzt? Komm nochmal. Ihr seht, die ist dann deutlich fetter. Da lädt er jetzt rechts noch ziemlich. Ja, jetzt kommt natürlich hier das nicht mehr. Ach, Menschenskind. So, wir machen das jetzt nochmal. Vielleicht geht die auch gar nicht. Das könnte natürlich auch sein. News.ch. So. Also ihr seht, da ist er jetzt rechts auch am Laden und am Laden und am Laden. Ja, und der links hat sich gemerkt, dass ich jetzt keine Lust habe, auf dieses Hauptthema zurückzuschalten. Okay, dann lassen wir das. Der Test, den... So, jetzt ist es hier. Jetzt fängt es an. Also ihr seht, das ist natürlich eine ziemlich fette Seite. Die besteht fast nur aus Bildern. Aber auch die ist jetzt da. Ihr seht, wenn da mal Daten fließen, geht es sehr, sehr zackig. So, also das könnte man jetzt beliebig natürlich noch weitermachen. Wir können noch Bilder hochladen, auch das geht schneller. Aber ich denke, so ein einfacher Browser-Test, der ist eigentlich ganz praktisch. Wir holen uns nochmal, lass mich mal kurz überlegen, was wir noch... Wir holen uns nochmal den Spiegel. Spiegel. So, das ist dann der letzte Test. Und natürlich, um euch das schon mal im Vorfeld zu sagen... Es gibt natürlich dann noch einen ausführlichen Test von, so ihr seht, zack, hier ist schon da. Und hier links ist er noch am Laden. Also das war jetzt ganz krass, weil der lädt das ja nicht aus dem Cache oder so, sondern der lädt das wirklich neu. Also gerade die Spiegelseite, die sich sehr oft verändert, die wird natürlich dann neu geladen. Und ihr seht jetzt, links hat er jetzt effektiv, so jetzt, also da seht ihr jetzt, das war jetzt ein massives Beispiel, wie viel schneller das hier ist. Und zum nochmal sagen, das sind beides Windows Phone 8 Smartphones, die sind technisch praktisch genau gleich. Das heißt, die haben einen Snapdragon 1,5 GHz Dual-Core-Prozessor.
Die haben 1 GB RAM und so weiter. Also das ist technisch ist das von der Hardware her sehr, sehr vergleichbar. Natürlich, das Lumia hat eine andere Kamera und so, aber jetzt in diesem Fall spielt das für uns keine Rolle. Drum kann man das so schön testen, weil das eigentlich die gleichen Geräte sind. Windows Phone 8 hat sehr starke Anforderungen an die Hardware im Sinne von, das ist sehr eingeschränkt, da kann man nicht irgendwas verbauen. Drum wollte ich euch das anhand dessen zeigen. Also dieses Smartphone hier, das HTC 8X, ist ein super schnelles Smartphone, wie eigentlich alle Windows Phone 8 Geräte, weil sie auf einer mehr oder weniger selben Hardware-Plattform aufsitzen. Also das ist super schnell, das ist ein ganz tolles Smartphone. Es ist also nicht so, dass dieses hier, das Lumia, einfach schneller wäre. Nee, das ist wirklich jetzt die Datenübertragung, die ihr da sehen konntet, die da schnell war und nicht irgendwie das Gerät. Darum wollte ich euch zwei Windows Phone 8 Geräte zeigen und nicht zum Beispiel ein iPhone oder noch ein Galaxy S3, weil da haben wir dann noch andere Browser und je nachdem rendert dann der eine oder der andere Browser schneller und das würde das Ganze natürlich dann verfälschen. So, das war mein kurzer kleiner Test. Ich werde da noch ausführlich drüber schreiben. Ich werde jetzt in den nächsten 2 Monaten dieses LTE testen dürfen mit diesem Lumia-Telefon. Und wie gesagt, es gibt dann natürlich noch Einzeltests zu den Lumias, zum HTC 8X, ein Vergleich dieser beiden, zu Windows Phone 8 und so weiter und so weiter. Dafür schaut ihr am besten entweder auf meinem YouTube-Channel vorbei oder aber ihr klingt euch ein auf www.eifrig.ch. Und das war demzufolge auch der Jean-Claude Frick für eifrig.ch. Besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!